Ich werde mich ab jetzt noch unsicherer fühlen, in Baden-Württemberg auf einen Platz zu gehen, wo ich weiß, dass mir eine Kamera und dann am Ende möglicherweise eine Software und dann vielleicht noch ein Beamter dann zuschaut, wie ich mich gerade mit meiner Gruppe oder selber verhalte in einem bestimmten Bewegungsmuster und dass dann jemand entscheidet, dass dieses Bewegungsmuster verdächtig ist. Das finde ich ungeheuer gruselig. Das Positive ist dabei, dass die Masse der Bevölkerung ja gar nichts zu verbergen hat. Kein Verhalten zeigt, was irgendwie strafbar ist. Das bedeutet, wenn du dich mit deinen Freunden oder Familie triffst, hast du ja kein strafbares Verhalten. Also interessiert das die künstliche Intelligenz bzw. den Beamten hinterm Bildschirm nicht, was du mit den Personen austauschst oder wie du dich verhältst. Das ist quasi, wenn ich alles richtig mache. Also wenn ich nicht aus Versehen in ein Bewegungsmuster passe, was dann möglicherweise irgendwie einer kriminellen Handlung entspricht. Aber könnte das nicht auch passieren, wenn da eine Gruppe Polizisten steht, dass ich dann auffällig bin und vielleicht beobachtet werde?